Ja, grüß die Bayern! Ja, grüß die da und ich sehe was. Scheint, dass ich die auch wieder einmal sehe. Ja. Und? Was verschafft mir denn die Ehre? Ja, weißt du, ich bin gekommen, um die was zu beten, aber. Mein Gott, nein, ich traue mich gar nicht fragen. Marina, von mir brauchst du dich da nicht genieren. Erst jetzt rein halt schon. Was willst du denn? Ja, viel. Ein Geld? Nein, ein Geld will ich nicht. Hey, Mari, was ist denn da unten? Ja, was anderes? Mein Gott, nein, jetzt tue nicht so umeinander. Rein halt schon, ich frisst dich schon nicht. Ja, das ist nicht so leicht gesagt. Mein Gott, nein, ich genier mich halt so viel. Mein Gott, nein, was, du bist heute aber schon ein bisschen sehr komisch, ha? Weißt du was? Am besten ist, ich drehe mich um und nachher sagst du, was du willst, gell? Ja. Okay. Also, ich bin gekommen, um dich zu fragen. Also, ich möchte dich bitten, ob du mir deine Tochter, die Frau, nicht zur Frau gibst. Mein Gott, nein. Und das war jetzt so schwer. Ja. Ja, freilich gebe ich dir meine Frau nicht zur Frau, ja. Ja, abgesehen davon natürlich, dass ich selber will, gell? Ja. Aber was rede ich denn zusammen? Was willst du denn nicht holen? Du bist ja so ein feiner Bursch, du! Ja. Was weißt du, ich schicke dir die Frau nicht, gell? Oma, nachher kannst du mit dir selber rein. Auf jeden ist Fall. Gut. Wünsche dir ganz viel Glück, gell? Ja, ja. Dankeschön. Mein sauer Freund, ja. Bist du deppert, ist mir jetzt heiß geworden. Ach, du bist's, Toni. Die Mutter hat gemeint, die Walter Fini wäre da. Ja. Grüß dich, Frani. Grüß dich, Toni. Und, wie geht's? Danke der Nachfrage, gut? Aha. Und wie geht's dir, Toni? Ja, danke der Nachfrage. Auch ganz gut. Aha. Wenn mir noch nicht so heiß war. Warm ist heute, gell? Ja. Sag einmal, musst du auch immer so viel schwitzen, wenn es so warm ist? Ja. Ja, Frani. Ja, war Zeit, dass wieder mal der Rennen kommt, gell? Ja, das nicht schon. Ja, schon, das freilich nicht. Wenn so ein bisschen treffen, das war schon für Kurven. Ja. Du, Frani, also, weißt, ich bin ja keiner, der viel redet. Und deswegen. Pass auf, ich werde es ganz kurz machen. Und zwar, wie dir ja bekannt sein dürfte, kennen wir uns ja schon seit Ewigkeiten, eigentlich seit wir Kinder sind, ne? Und unsere Eltern, die kennen sich schon seit sie Kinder sind, also seit Ewigkeiten, und sind seither auch so, muss man sagen, so wie man sagt, immer in freundschaftlicher Beziehung zueinander gestanden, ne? Und werden das also, Gott will, für immer bleiben. Und eigentlich sind wir ja auch Nachbarn, weil ja unser Waldwesen an euch einen Kleeocker grenzt. Und. Was hast du gesagt? Euer Waldwesen? Das stimmt ja doch gar nicht. Die Waldwesen gehört uns. Nein, uns gehört die. Gar nicht vor. Uns gehört's? Also bitte, aus den Grundstücksplänen geht doch eindeutig hervor, dass die Wiesen uns gehört. Bitte, die Wiesen ist uns jetzt schon dreimal streitig gemacht worden, aber jeder im Ort weiß, dass die Wiesen uns gehört. Bitte, pass auf, das war so. Die Großmutter von meiner Mutter hat dem Großvater von deinem Vater damals die Wiesen unentgeltlich auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt, weil die Großmutter von meiner Mutter keine Rose gehabt hat und aber der Großvater von deinem Vater zwar im Stall stehen gehabt hat, verstehst? Aber die Wiesen gehört uns. Also bitte, nein, die gehört uns, jetzt pass doch auf, was ich sag. Also die Großmutter von meiner Mutter hat dem Großvater von deinem Vater... Großvater, sonst höre ich da gar nichts.
Das geht mit der Großvater und die Großmutter was an. Die Wiesen gehört uns. Und damit passt er. Mein Gott, nein, mir geht's ja gar nicht um die Wiesen, die vielleicht einen Wert von 200 Euro hat. Da geht's mir jetzt mehr ums Prinzip. Mir geht's auch ums Prinzip. Also bitte, wenn's willst, dann schenke ich die halt die Wiesen. Schenken, das hier nicht lach. Du willst mir die Wiesen schenken, unser Eigentum. Ich kann dir die Wiesen schenken, weil sie uns gehört. Ich bitte dich, der gehört uns. Uns gehört's. Ja, sag einmal, was ist denn da los? Wieso schreit's denn das jetzt ja, umeinander da? Jetzt komm gleich her. Du bitte sag doch dem Toni, wem dein Waldwissen gehört. Waldwissen? Ja, uns natürlich. Ja. Nein, Beilen, du täuscht dich. Die Wiesen, die gehört uns seit erdenklichen Zeiten. Jetzt pass auf, die Großmutter von meiner Mutter hat dem Großvater von ihrem Vater die... Der Toni, der macht mich noch ganz fahrisch mit der Großmutter und dem Großvater. Jetzt geht Litsche, sag ich doch ganz eindeutig, dass die Wiesen uns gehört. Also Toni, jetzt verstehe ich dich nicht ganz. Wieso du die Behauptung aufstellst, dass die Wiesen nicht uns gehört? Ja, mein Gott, nein, weil sie uns gehört! Aber, so weißt denn gemeine, mein Schausi! Weißt du was, Toni, ich frage dich jetzt das letzte Mal, wem gehört die Wiesen? Uns! Und das kann ich dir sogar vor Gericht beweisen! Was, vor Gericht? Ja! Ach so, willst du mir jetzt keimen, weißt du, was ich dir sage? Aus, ich mach zwar meinen Hof, aber schier wachs! Hast du gehört? Ich geh schon. Das wird auch gut sein, so eine Frechheit herrscht, ein so ein ausgeschaumter Kerl. Aus. Na, und sowas wollt mein Dirl heiraten. Also mehr brauchst du nicht. Na, sowas. Was? Der Toni wollt mich heiraten? Ja, freilich, gerade früher hat er um deine Hand bei mir angehalten. Stell dir vor. Na. Warum sagst denn du das nicht früher? Ja, mein Gott, nein, ich wollte dich halt überraschen. Überraschen? Ja. Ach, so ein Blödsinn. Sofort bringst du mich den Toni zurück. Was? Ich soll jetzt den Toni wieder zurückholen, weil ich ihn gerade rausgeschmissen habe? Nein, sicher nicht. Ja, hättest du nicht rausgeschmissen? Wenn er aber so grob sein kann. Aber jetzt hörst du aber wohl auf, hörst. Na. Den Toni will ich haben, und zwar auf der Stall, sonst gehe ich ins Wasser. Ja, Fräule, dass die Fisch verrecken. Den Toni will ich haben! Nein, jetzt hör auf mit der Blärerei, ich hole nicht schon den Toni. Nein, Kinder, erst haben, aber es müssen auch so ein Freitag. Der Toni. Der liebe, brave Bursch. Will mich heiraten. So ein Glück. Bei der Mutter werde ich noch die Leviten lesen. Als ich auch was so grob war zu meinem Toni. Froni? Mein Toni, ich bin schon Toni, sei mir nicht besser. Ja. Toni, du hast recht gehabt. Meine Mutter war im Unrecht. Die Wiesen gehört euch. Ja. Weißt, mir geht's ja gar nicht so um die Wiesen. Weißt, mir ist halt mehr aufs Prinzip gegangen. Aber die Wiesen, die gehört wirklich uns. Und ich kann das auch beweisen, weil die Großmutter von meiner Mutter hat dem Großvater von deinem Vater damals die Wiesen zur Verfügung gestellt. Großmutter, Großvater, das passt schon. Reg dich nicht auf. Die Wiesen gehört euch. Das hat ja, Schuld an der ganzen Sache hat ja nur meine Mutter. Aber komm, Toni, lass uns mal was anderes rein. Sag, ist das wahr, dass du bei meiner Mutter vorhin um meine Hand angehalten hast? Ja, das stimmt. Ich will dich heiraten. Ja, was sagst du? Ja, natürlich ja! Ja! Aber gell, streiten wir uns nicht mehr. Na bitte, wer streitet denn? Ich behaupte nur mein Recht. Aber, weißt, die Waldwiesen, die gehört wirklich uns. Echt, ich schwöre, dass meine Großmutter... Und jetzt fangen wir schon wieder von vorne an. Toni, wenn wir zwei, gell, einmal verheiratet sind
Und der Storch bringt uns ein Mädel. Ein Burm. Ein Mädel. Ein Burm. Ein Mädel. Ein Burm. Und bitte, da habe ich jetzt aber ich das Hauptwort zum Reden, da. Weil in unserer Familie, also ich bin ja schließlich auch der Verfasser und du nur die Herausgeberin. Und in unserer Familie hat es seit jeher nur Burm gegeben und ich will jetzt auch einen Burm schon aus dem Prinzip. Ein Burm. Nagres, gautscheine Bayerin. Und wenn der dir auch noch ähnlich schauen soll, dann ersparst du zum Krampus die Masken. Bitte was? Ah, du musst gerade reden. Du bist auch nicht gerade die Scheinere mit deinem Krautschädel. Krautschädel? Jawohl, Krautschädel. Und krumme Fies hast auch du aufgestellt am Ausbirnl. Triff das schon. Ja, Gott sei Dank, dann bin ich wenigstens erlöst von dir. Ich lass mich scheiden. Ich mich auch. Ja, jetzt mehr brauchst nicht, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich lass mich scheiden von dem Toni, dem furchtbar grausamen Mautsbild. Und ich lass mich scheiden von der Froni, der Bisskuh. Sag mal, seid ihr das zwei jetzt komplett deppert? Scheiden wollt ihr euch lassen, ja? Ihr seid sie nicht immer noch verheiratet. Und das Gescheiteste ist, wenn ihr es auch bleiben lasst. Weil zwei so viel Streit haben, wie der ist, so ein Satz. Passt sowieso nicht zusammen. Ja, passt nicht zusammen. Ja, da ist zwei halt. Und wieso? Weil das ewige Streiten nichts bringt. Ja, bitte, gar schön, wer streitet denn? Ja, da ist zwei halt. Wir können streiten so oft und wann wir wollen, gell, ja, Toni? Genau, ja. Jetzt werden wir uns das Streiten auch noch verbieten lassen. Ich meine, das wäre noch schöner. Na, wer brauchst du jetzt nicht erst? Und außerdem mischst du dich nicht immer in unsere Angelegenheiten ein. Also, bitte, geht's nicht, Revolfi, ich häng mich auf! Weißt du was? Und jetzt wird erst recht geheiratet, gell, Frauni? Genau. Jawohl. Ja, bitte. Und das so schnell wie möglich. Weil wenn das mal nicht gleich heiratet, dann bin ich wieder rum. Vorhaus kommt.